In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten im Deutschen Reich die Synagogen. Das Attentat eines polnischen Juden auf einen deutschen Diplomaten in Paris gab Hitler und Goebbels Gelegenheit zu einem blitzschnell inszenierten, reichsweit von Tausenden in die Tat umgesetzten Schlag gegen die deutschen Bürger jüdischen Glaubens und ihre Gemeinden. Dessen Folge war endgültige Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft und ihre Vertreibung aus dem öffentlichen Leben. Die Pogromnacht kostete hunderte Menschen das Leben. 13 davon in Baden-Württemberg. Mehr als 1000 Synagogen und Betsäle wurden entweiht und verwüstet. Hunderte von ihnen niedergebrannt, wie hier in Göppingen. Für Geschäfte wurden zerstört. Unzählige Friedhöfe geschändet. 30.000 Menschen verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Wie auch Max Lauchheimer. Über 2000 von ihnen kamen zu Tode. Viele hielten das damals für den Höhepunkt der Judendiskriminierung. Dabei war es nur ein Auftakt zur öffentlichen Verfolgung, zur Entlösung zum Holocaust. Um 1938 lebte ein älterer Mann namens Max Lauchheimer mit seiner Familie in Jebenhausen. Seine Familie gehörte dort zu einem einzigen alten jüdischen Familien, zu den einzigen alten jüdischen Familien seit 1777. Max Lauchheimer zog für sein Land in den Ersten Weltkrieg als sogenannter Landstrohmann. Am 8. Mai 1903 heiratete Max Lauchheimer Betty Leiter. Sie bekamen zwei gemeinsame Kinder, Regina und Karl. In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November war Max und seine Frau Betty gerade in Kippenheim bei ihrer Tochter Regina zu Besuch. Wäre Max Lauchheimer an diesem schicksalhaften Tag in Jebenhausen oder Göppingen geblieben, wäre er höchstwahrscheinlich nicht in das KZ nach Dachau deportiert worden. Max war zu diesem Zeitpunkt 67 Jahre alt. In Göppingen wurden jüdische Männer in diesem Alter nicht nach Dachau deportiert. Im Mai 1939 zog die Familie mit seinen Schwiegereltern nach Jebenhausen in das Haus am Vorderen Berg 23. Inge Auerbach erinnerte sich später lebhaft und positiv an ihre Kindheit bei ihren Großeltern. Damals war sie nicht ganz 5 Jahre alt. Die nächsten 2 Jahre waren die besten in ihrem Leben. Inge war Bettys einziges Enkelkind und sie verbrachte eine Kindheit voller Sicherheit und Glück bei ihren Großeltern. Aber ihr glückliches Leben dauerte nicht lange an. Max Lauchheimer stirbt am 26. Mai 1993 im Alter von 67 Jahren. Die Enkelin Inge Auerbacher sagt uns, dass für ihren Großvater die gesundheitliche Beeinträchtigung von der Haft im KZ und die Enttäuschung über das Land, das er liebte, zu viel für ihn geworden sein muss. Seine Frau Betty Lauchheimer starb 1942 während ihrer Lagerhaft in Riga, Lettland. Das Haus in Jebenhausen wurde vom NS-Regime ausgeräumt und einer sogenannten arischen Familie zur Miete überlassen. Das war ein Einzelschicksal. Nach dem Pogrom wurde allen Juden eine kollektive Geldstrafe auferlegt. Jeder musste 25% seines Vermögens dem Nazistaat überlassen. Zusätzlich zog der Staat die Versicherungsgelder ein, die den Juden entstehenden Schäden abdecken sollten. Weiter wurden die Geschädigten dazu verpflichtet, die Schäden auf eigene Kosten reparieren zu lassen. Zwischen dem Pogrom und dem Kriegsbeginn, 10 Monate später, verließen weit über 100.000 Juden Deutschland als Flüchtlinge. Rechnet man die Reichsfluchtsteuer hinzu, verschaffte sich der Nazistaat in diesem Monat scheinbar legal rund 2 Milliarden Reichsmark an jüdischem Vermögen. Der Krieg rückte näher und mit ihm der Völkermord. Die Geschichte zeigt uns, dass wir froh sein sollten, ein freies Leben in einem demokratischen Staat führen zu dürfen. Es sollte keine Vorgaben geben, wie ein Mensch auszusehen hat oder wo er herkommt. Alle Menschen sind gleich und doch einzigartig. Während der NS-Herrschaft wurden viele Menschen verfolgt, weil sie der sogenannten arischen Rasse nicht entsprachen. Zu dieser Zeit wurden über 6 Millionen Juden in Deutschland und Europa verfolgt und umgebracht.
Das ist bis heute der offiziell größte Völkermord in der Geschichte der Menschheit und sollte sich nie wieder wiederholen. Novemberpogrom. Das war die Nacht, in der die Scherben klirrten. Das war die Nacht, in der die Braunen marschierten, auf ihrem Weg verheerende Brände, entwürdigte Menschen, gefesselte Hände. Angst, Tod, Verderben, brutale Gewalt, Hass und qualvolle Sterben. Reichspogromnacht, das war die Nacht der erloschenen Kerzen. Das war die Nacht der verschlossenen Herzen. Das war die Nacht, in der Abels Blut zum Himmel rief. Das war die Nacht, in der die Gerechtigkeit und die Menschlichkeit schlief. Wach war nur die Angst und der Hass. Und der Hass triumphierte. Menschheit, gib Acht. Menschlichkeit, sei wach. Dass nicht wieder die Scherben klirren. Dass nicht wieder die Braunen marschieren. Dass nicht wieder der Schuldlose stirbt. Dass nicht wieder der Hass triumphiert. Menschheit, halte mahnend Wacht.